Ja, einen wunderschönen guten Abend. Hallo und herzlich willkommen. Ein ganz herzliches Willkommen auch allen denen, die jetzt wieder live zugeschaltet sein können, die vermutlich am Samstagabend etwas enttäuscht auf schwarze Bildschirme gestarrt haben. Wir möchten uns dafür entschuldigen, dass wir große technische Probleme gehabt haben. Zum Glück konnten wir alles aufzeichnen. Und in Bälde werden wir auch Episode 8 und 9 dann im Internet zur Verfügung stellen können, sodass kein Detail dieser Weltengeschichte verpasst werden muss. Wir werden aber heute natürlich weitermachen mit der 10. Episode, das Land der Verheißung. Und ich kann schon so viel verraten, einige der spannendsten Dinge dieser ganzen Geschichte, die wir am Samstag angefangen haben, die haben wir noch aufgespart für den heutigen Abend. Aber bevor wir beginnen, wie schon angekündigt, nach guter Gewohnheit, einige Fragen. Dadurch, dass wir keine Livestream-Zuschauer gehabt haben, waren die Fragen eher wenige. Wir haben zwei bekommen und die wollen wir kurz ansprechen. Und die beziehen sich im Grunde genommen auf bereits zurückliegende Episoden. Die erste Frage: Wenn bei der Sintflut alles vernichtet wurde, wieso wurde Satan nicht vernichtet? Gute Frage. Halten wir erstmal fest, bei der Sintflut wurde nicht alles vernichtet. Nicht nur wurden 8 Menschen gerettet und eine ganze Reihe von Landtieren und Vögeln, es wurden übrigens auch alle Fische und Seetiere gerettet, von denen sind, oder nicht alle, aber sehr viele von denen gerettet, einige von denen sind gestorben. Das heißt, die Sintflut war kein absoluter Vernichtungsschlag. Trotzdem, und wir haben das ja angedeutet, war sie so heftig und so stark, dass der Satan auch um seine Existenz gefürchtet hat. Also warum hat Gott ihn leben lassen und all die Engel, die ihm gefolgt sind, gleich mit? Die Antwort ist relativ einfach. Gott hatte vor, den Plan der Erlösung, den er sich ausgedacht hat, ganz bis zum Ende durchzuziehen. Aus einem einfachen Grund. Er hätte schon lange vor der Sintflut den Satan einfach umbringen können. Schon ab dem ersten Gedanken der Rebellion. Wir haben das ja am ersten Abend kurz angedeutet. Man kann Personen relativ schnell umbringen, wenn man alles kann und ihnen das Leben gegeben hat. Für Gott ist das einfach nur im Handumdrehen eine Bewegung und die Person ist tot. Also mit anderen Worten, Gott hätte den Satan einfach kaputt machen können. Das Problem ist, man kann zwar eine Person kaputt machen, aber die Idee, die die Person verbreitet hat, lässt sich nicht so leicht kaputt machen. Und was Gott in dieser ganzen Weltengeschichte beabsichtigt, ist nicht einfach seine Gegner zu besiegen, weil er stärker ist. Das kann er immer. Er möchte beweisen, dass er immer die Liebe ist. Und es war auch ein Akt der Liebe, die Sintflut zu bringen. Es war ein Akt der Liebe für die Menschheit, für die kommenden Generationen, die bisherigen Generationen zu vernichten. Es war ein Akt der Liebe, den bisherigen Generationen vor der Sintflut gegenüber, sie zu dem Zeitpunkt zu vernichten, dass sie nicht noch mehr Unheil anrichten, weil sie nicht mehr umkehren konnten. Und es war ein Akt der Liebe, dem ganzen Universum und sogar dem Satan gegenüber, ihn noch leben zu lassen, damit zu einem späteren Zeitpunkt für alle offenbar wird, dass Gott immer und ausschließlich die Liebe ist. Mehr kann ich noch nicht verraten, aber wir werden in den nächsten Episoden das noch ausführlicher besprechen. Die zweite Frage ist relativ verwandt. Warum durfte der Satan im Buch Hiob noch in den Himmel gehen, wenn er doch vorher schon längst aus dem Himmel geschmissen worden ist? Ebenfalls eine sehr gute und durchdachte Frage. Tatsächlich ist der Satan aus dem Himmel geschmissen. Wir haben gelesen und gehört, wie es heißt in dem Buch Jesaja: Wie bist du vom Himmel herabgefallen? Das bedeutet nicht, dass er dort in ungefähr 2000 Meter Höhe auf einer Wolke gewesen ist und jetzt dort nicht mehr hin kann. In der Bibel gibt es tatsächlich verschiedene Ebenen des Himmels sozusagen. Da gibt es die Atmosphäre, es gibt den Himmel als das Universum, es gibt auch den Himmel als einen speziellen Begriff für den Ort, wo Gott regiert. Wenn es also heißt, dass der Satan vom Himmel gefallen ist, bedeutet das, dass er aus dem unmittelbaren Regierungsbezirk, aus der Kommandozentrale des Universums, wo Gott mit seinen Engeln herrscht, dass er dort nicht mehr als dauerhafter Bewohner erwünscht gewesen ist, aus dem einfachen und simplen Grund, weil er sich mit der Regierung Gottes nicht identifizieren konnte.
Das heißt aber nicht, dass er deswegen zunächst mal nicht mehr existieren durfte. Und es heißt auch nicht, dass er sich vielleicht andere Welten auf seine Seite ziehen konnte, die er dann repräsentieren könnte bei gemeinsamen Treffen. Genau das ist passiert. Als er Adam und seine Frau verführte, wurde er zum Repräsentanten der Welt, dieser Welt, weil Adam und seine Frau ihm mehr glaubten als Gott. Und in diesem Sinne trat er dann in der Geschichte im Buch Hiob, die wir angeschaut haben, am Samstagmorgen auf und hat er gesagt, als Gott ihn fragte, wo kommst du her? Ich komme umher vom Umherstreifen und auf der Erde wandeln. Ja, die ganze Erde hat er durchzogen. Und es gab nur einen, den er nicht repräsentierte und das war der Hiob. Der war der Repräsentant Gottes. Also, herzlichen Dank für diese Fragen. Und wenn Sie auch Fragen haben, wie schon angekündigt, scheuen Sie sich nicht und stellen Sie die Fragen unter fragen@weltengeschichte.de oder auf dem grünen Button. Nun, da vor allem unsere Livestream-Zuschauer die letzten beiden Episoden nicht verfolgen konnten, in aller Kürze, in wenigen Folien zusammengefasst, was bisher geschah. Wir haben angefangen mit der Idee, Gott ist Liebe, immer eine Gesetzmäßigkeit, die dazu geführt hat, dass er Welten erschaffen hat, um seine Liebe zu zeigen. Einer, der Hillel, hat diese Liebe angezweifelt, hat die Gesetzmäßigkeit Gottes in Frage gestellt, eine Rebellion gestartet, die dazu führte, dass ein Drittel aller Boden diesen Himmel verließ. Gott schuf die Erde und den Menschen, um zu zeigen, dass er wirklich Gott ist, dass er wirklich liebevoll ist und welchen Charakter er hatte, sollte der Mensch darstellen. Doch der wurde verführt und auf die Seite der Rebellion gezogen. Und Gott entschied sich, den Menschen nicht aufzugeben. Er entschied sich, sich selbst einmal opfern zu werden, sich zu opfern, um dann der Menschheit eine Chance zu geben, sich doch für das Leben zu entscheiden. Opfer sollten das symbolisieren. Trotzdem hat die Sünde sehr schnell die Welt an den Abgrund des Ruins gebracht. Gott musste nach über anderthalb Jahrtausenden die Erde durch eine Sintflut reinigen. Auch danach ging es nicht viel besser weiter mit der Menschheit. Gott berief einen Menschen mit Namen Abraham, um als sein Botschafter in dem verdorbensten Landstrich der Welt in Kanaan zu sein. Seine Nachfahren und sein Sohn und seine Enkel lebten ebenfalls dort in Zelten als Fremde und sein Enkel Jakob wurde zu Israel, als er sich bekehrte in jener Nacht. Einer seiner Söhne endete in Ägypten nach einer längeren Geschichte als Sklave, wurde dort zum obersten Beamten des Staates, rettete nicht nur Ägypten, sondern die gesamte Welt und holte all seine Brüder, die Familie Israel, nach Ägypten. Dort starb er und verhieß, dass es noch etliche Zeit dauern würde, bis Gott die Kinder Israel wieder zurück in jenes Land Kanaan bringen würde und es ihnen dann zum Besitz geben würde. Von dort aus sollten sie ein Licht sein für die ganze Welt. Als die Kinder Israel sich mehrten, da wurden sie immer mehr unterdrückt von den ägyptischen Pharaonen, bis irgendwann Kinder in den Nil geschmissen worden sind. Ein Kind überlebte mit Namen Mose in einem kleinen Kasten und wurde durch die Fügung Gottes an den Hof des Königshofes von Kemet von Ägypten gebracht. Dort hätte er Pharao werden können, entschied sich aber für sein Volk da zu sein. Durch einen Fehler, eine unbedachte Reaktion musste er Ägypten fluchtartig verlassen, weil er jemanden umgebracht hatte. Lebte 40 Jahre lang in der Wüste in Midian, schrieb dort zwei Bücher, Bereshit und Hiob, das erste Buch Mose und das Buch Hiob. Und dann wurde er von Gott berufen, das Volk Israel, das mittlerweile angewachsen war, zu einer Größe von etwa 2 Millionen Menschen aus Ägypten herauszuholen. Er hat lange gezögert, hat sich dann entschieden und in einer dramatischen Ereignisserie von 10 Plagen befreite Gott dieses Volk am 14.01. des Jahres 2513. Man nannte es das Pessach, das Vorübergehen des Todesengels, weil jeder, der das Blut des Lammes an den Türpfosten gehabt hatte, verschont blieb. Das Volk wurde ein zweites Mal gerettet, als die Armee Ägyptens versuchte, sie einzuholen und dann im Roten Meer, nicht im Toten Meer, im Roten Meer ertrank,
viele Tote gab es trotzdem. Gott führte sie zum Sinai und gab ihnen dort sein Gesetz, die 10 Prinzipien, die seit Ewigkeiten seine Existenz beschreiben, hat er dort ausgeführt und formuliert in der Sprache von Menschen, angepasst an menschliche Situationen. Und das Volk hat dort einen Bund gemacht. Sie wollten Gott nicht zu nahe haben. Sie hatten mehr Angst vor ihm. Sie fanden ihn zwar herausragend gut, aber sie merkten, dass die Sünde in ihnen eine zu große Nähe gar nicht zuließ. Und als Mose 40 Tage auf dem Berg war, um weitere Anweisungen zu bekommen, da machten sie ein goldenes Kalb. Gott vergab ihnen diese Sünde, weil Mose für sie eintrat und für sie bat und sein eigenes ewiges Leben aufs Spiel setzte für sie. Und so konnte doch noch Gottes Plan realisiert werden, ein Zelt zu bauen, in dem er selbst unter ihnen wohnen würde und das symbolisieren würde, wie Gott Schritt für Schritt das Problem der Sünde in dieser Welt und in der Weltengeschichte lösen wird. Nach fast einem Jahr dort am Sinai zogen sie weiter durch die schreckliche Wüste. 11 Tage waren es nur, aber diese 11 Tage waren angefüllt mit Rebellion von den untersten Schichten des Volkes bis an die Spitze der Leitung, bis zu Miriam und Aaron. Und als sie dann an der Grenze zu Kanaan standen, in Kadesh-Barnea, und Gott sie immer wieder weitergeführt hat, ihnen immer wieder vergeben hatte, und sie dort an der Grenze, als es nichts mehr zu lernen gab, als es nur noch zu ernten gab, sagten, wir möchten nicht in das Land hineinziehen. Wir glauben, wir werden es ohnehin nicht schaffen. Wir möchten lieber zurück nach Ägypten. Da hat Gott ihnen auch diesen Wunsch erfüllt. Sie durften nicht in das Land. Und für 40 Jahre irrten sie durch die Wüste, bis Gott die zweite Generation erneut auf den Weg schickte. Mose mittlerweile völlig ermüdet und ermattet mit diesem rebellischen Volk beging den Fehler seines Lebens, eine Anweisung Gottes bezüglich eines Felsen zu missachten. Und auch ihm wurde gesagt, dass er das Land nicht betreten würde. Weiter zogen sie dann im 40. Jahr ihrer Wüstenwanderschaft um das Land Edom herum, wo die Nachfahren des Esau, des Bruders von Jakob, lebten und bereits ein Königreich in den Bergen etabliert hatten. Sie wollten hindurchziehen, aber es wurde ihnen nicht erlaubt und Gott verbot ihnen, dort Krieg zu führen. Und dann endeten wir in der letzten Episode mit der Geschichte, als das Volk mal wieder zum wiederholten Male murrte und zurück nach Ägypten wollte und sich einen eigenen Anführer machen wollte. Und dann Gott seinen Schutz zurückzog und giftige Schlangen, feurige Schlangen, die natürlicherweise immer dort in der Wüste sind und bis dato durch ein Wunder Gottes zurückgehalten worden waren, jetzt die Menschen bissen. Und Gott durch ein einfaches, eindrückliches Symbol, eine bronzene Schlange, die aufgerichtet wurde, ihnen eine wichtige Lektion vermittelte. Jeder, der einfach auf die Schlange schaute, starb nicht an den Folgen. Alle, die diesen einfachen, kindlichen Glauben aufbringen konnten, wurden gerettet. Alle, die sich selbst mehr vertrauten als den Worten Gottes, gingen verloren. Und dort endeten wir mit uns Episode 9. Und bevor wir jetzt schauen wollen, wie es weitergeht, wollen wir mit einem Gebet starten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen für diesen Abend und dich bitten, dass du heute zu unseren Herzen sprichst, dass wir Altes und Neues lernen können, dass wir uns erinnern an das, was du getan hast in der Vergangenheit. Und dass wir aus den Geschichten der Alten lernen, wie du Menschen führst, wie du Völker führst und wie deine Gerechtigkeit und deine Herrlichkeit und deine Gnade über jeden Verstand hinausgehen. Wir möchten dich bitten, dass wir heute Vertrauen in deine Verheißung gewinnen und danken dir, dass du das tun wirst durch deinen Heiligen Geist. Im Namen Jesu. Amen. Episode 10. Das Land der Verheißung. Ungefähr 900 Jahre waren vergangen seit der Sintflut. Viel hatte sich verändert in der zivilisierten Welt. Noch immer gab es ein größeres Reich Babylon, Babylim. Dort herrschten jetzt andere ethnische Rassen,
die Kassiten. Ganz im Osten lag noch immer das machtvolle Königreich Elam. Assyrien, Assur dagegen, war mittlerweile von der politischen Landkarte verschwunden. Indoeuropäische Stämme mit Pferden und Streitwagen waren von Norden gekommen und hatten das sagenumwobene Reich Mitanni gegründet. Es waren auch Indoeuropäer, die in Kleinasien die dort herrschenden Chatti, Hethiter vertrieben hatten und ihren Namen annahmen und sich selbst Hethiter jetzt nannten. Und in jener Zeit war Israel noch immer in der Wüste. Das Land Edom hatten sie umzogen. Und jetzt ging es nordwärts in ein anderes Bergland. Ein Land, das die Ägypter Mib oder Mab nannten. Moab war der hebräische Name. Und Moab, das waren die Nachfahren des inzestuösen Sohnes von Lot. Jener Lot, der, nachdem er aus Sodom und Gomorra geflohen war, als das Feuer fiel, wir erinnern uns an die Episode 4, dann betrunken gemacht worden war von seinen eigenen Töchtern, mit einer von ihnen unwissentlich dieses Kind zeugte. Seine Nachfahren, die Nachfahren von diesem Moab, hatten dort östlich des Jordangraben, nordöstlich von Edom, ein weiteres Königreich gegründet. Und durch dieses Land wollten sie hindurchziehen, aber Gott machte offensichtlich, dass sie dieses Land nicht erobern sollten. Du sollst den Moabitern keinen Schaden tun, noch sie bekriegen. Ich will dir von ihrem Lande nichts zu Besitz geben, denn ich, sprach Gott, habe Ar den Söhnen Lot zum Besitz gegeben. Gott machte deutlich, dass er selbst den Nachfahren von Lot ein Königreich gegeben hatte, obwohl diese gar nicht mehr ihn kannten und stattdessen zu Chemosh beteten. Die Emiter haben vor Zeiten darin gewohnt, das war ein großes, starkes und hochgewachsenes Volk wie die Anakiter. Und wieder zeigte Gott den Israeliten, dass so wie schon die Edomiter, auch die Moabiter bereits mit der Hilfe des lebendigen Gottes Riesen besiegt hatten. Und den Israeliten dämmerten, dass es offensichtlich ein sehr großer Fehler gewesen war, damals 40 Jahre zuvor oder 38 Jahre zuvor in Kadesh Barnea zu glauben, dass Gott nicht gegen Riesen kämpfen kann. Diese Riesen, die dort in der Nähe gelebt hatten, wurden zu den Rephaitern gerechnet. Und die Moabiter nannten sie Emiter. Und die Moabiter hatten durch Gottes Hilfe, ohne Gott zu kennen, bereits die Riesen besiegt. So zogen sie weiter, sie mussten das Land umgehen, größtenteils, weil auch die Moabiter ihnen nicht freundlich gesinnt waren, wie schon die Edomiter. Und so kamen sie im Jahre 2552, im 40. Jahr ihrer Wüstenwanderschaft, an den Bach Sered, ein Wadi, das dort durch die Wüste durchführt. Und als sie diesen Fluss überquerten, da waren es genau 38 Jahre, seitdem sie bei Kadesh Barnea gegen Gott rebelliert hatten und nicht in das Land hineinziehen wollten. Von nun an führte der Weg nicht mehr durch die Wüste, nicht mehr Sand und Geröll, sondern eine Hochebene, fruchtbar. Der Geist der Israeliten war zu neuen Taten inspiriert. Das Land war schon viel angenehmer und sie konnten es kaum erwarten, endlich jetzt ihre militärische Kraft unter Beweis zu stellen, endlich das Land Kanaan zu erobern. Als sie weiter gen Norden zogen, da sahen sie in der Ferne nordöstlich die Hügel eines weiteren Königreiches. Und Gott sprach zu ihnen, und du wirst nahe zu den Ammonitern kommen. Die sollst du nicht angreifen, noch einen Krieg mit ihnen beginnen, denn ich will dir von dem Land der Ammoniter keinen Besitz geben, denn ich habe es den Kindern Lots als Besitztum gegeben. Auch dieses gilt als ein Land der Rephaiter, der Riesen. Und es haben auch vor Zeiten Rephaiter daran gewohnt, als Abraham bei der Schlacht der neuen Könige damals in der Gegend wohnte. Da waren Riesen noch in diesem Land gewesen.
Und die Ammoniter nannten sie Samsumiter. Das war ein großes und starkes und hochgewachsenes Volk, wie die Enakiter. Und der Herr vertilgte sie vor ihnen, sodass diese sie aus ihrem Besitz vertrieben. Und an ihrer Stelle wohnten ein drittes Volk, das bereits mit Gottes Hilfe Riesen besiegt hatte. Es waren die Nachfahren von Ammon, wie sie ihn selbst nannten. Sein ursprünglicher Name war Ben-Ami, Sohn meines Vaters. Es war der zweite Sohn von Lot, der ebenfalls durch Inzest gezeugt worden war. Und auch seine Nachfahren hatten dieses Königreich gegründet und es sollte bestehen bleiben. Aber dort zwischen dem Königreich Moab und dem Königreich Ammon lag ein anderes Königreich. Es war ein Königreich der Amoriter, die eigentlich westlich gewohnt hatten, wie die anderen Amoriter und die anderen Kanaaniter, die aber vor einigen Jahren hinübergezogen waren über den Jordangraben und Moab in einem Angriffskrieg einen großen Teil des moabitischen Gebietes abgenommen hatten. Hier in diesem Gebiet der Amoriter regierte jetzt der kanaanitische, der amoritische König Sichon. Sein Name bedeutete Krieger oder stürmisch. Und jetzt kam der Befehl, Gott sagte, führt Krieg und nehmt das Land den Amoritern weg. Gott hatte damals schon dem Abraham gesagt, es sind 400 Jahre noch, bis das Maß der Sünde der Amoriter voll ist. Und jetzt waren schon 40 Jahre mehr vergangen. Das Maß war übervoll. Und dort auf den Ebenen des Hochlandes, dort trafen sie auf die Armeen von Sichon. Und in der großen Schlacht von Jahaz besiegten die Israeliten, unerfahren wie sie waren, ohne große Waffen, die sie hatten, die mächtigen und machtvollen Amoriter. Das ganze Land fiel an sie, all die Städte und Dörfer eroberten sie. Bis an den Fluss Jabbok, an dem schon ihr Vorvater Israel seinen nächtlichen Kampf mit Gott gehabt hatte. Weiter zogen sie gen Norden und das Land wurde immer aufregender. Sie kamen jetzt in das überaus fruchtbare und wilde Baschan. Dort, wo die wilden Löwen lebten und wo man gut Viehwirtschaft treiben konnte. Auch dort hatten sich Amoriter niedergelassen und ein weiteres Königreich gegründet. Hier waren Amoriter zu Hause, die groß gewachsen waren, die tatsächlich noch echte Riesen waren. Und ihr König hieß Og. Og von Baschan. Er selbst war ungefähr 4,50 Meter groß. Und die restlichen Bewohner seines Königreiches waren nur unwesentlich, einen großen Kopf kleiner. Das Land war abenteuerlich, große schwarze Basaltsteine, vielleicht das Resultat alter vulkanischer Tätigkeit, Felsen und Klüfte. Doch die Israeliten unter der Führung der Wolken- und Feuersäule zogen vorwärts. Es hatte sich bald rumgesprochen im Reiche Baschan, dass diese Israeliten, die schon das Königreich von Sichon erobert hatten, sich auch nach Baschan aufgemacht hatten. Und so versammelte der stolze König der Amoriter, Og, seine Armee. Und als die Israeliten die Armee hörten und sich dem Schlachtplatz näherten, da kam es den Älteren von ihnen vor, als hätten sie so ein Déjà-vu. Sie erinnerten sich plötzlich, als sie die Hochebene sahen, als sie das Tafelland sahen, das sich vor ihnen dort entlang spreizte. Sie erinnerten sich plötzlich, wie sie als 2-, 3-, 5- und 7-Jährige die Schreie gehört hatten, als ihre Väter und Großväter ebenfalls 38 Jahre zuvor auf ein Tafelland zugerannt waren. Und sie sahen vor ihrem inneren Auge noch, wie der ganze Bergabhang übersät war mit Leichen und mit Felsen, die von den Kanaanitern damals heruntergeschmissen worden waren. Wieder ein Tafelland. Und wieder stand eine Armee dort oben. Diesmal waren es Riesen. Alle mindestens 3 Meter groß. Und das Volk Israel stand unten im Tal.
zitternden Knies. Sollten sie weitergehen? Die Frage wurde noch brisanter, als der König Og von Bashan seinen Arm erhob und die Hälfte seiner Armee sich auf den Weg nach unten machte und Schritt für Schritt die Armee den Bergabhang hinunterrannte. Sollten sie umkehren, schnell weglaufen? Die Wolkensäule ging vorwärts. Und das Volk Israel, die zweite Generation, die die Lektion des Glaubens gelernt hatte, zog voran: Wenn Gott immer der Gleiche ist, dann wird er uns auch jetzt helfen, selbst wenn eine Armee von Riesen den Berghang hinabgetrampelt kommt. Der Kampf ging nicht lange. Es blieb kein Riese übrig. Israel errang einen gigantischen, glänzenden Sieg und all die riesigen Basaltstädte wurden ihr Eigentum. Von dort zogen sie gen Westen hinab in die Ebene, in den Jordangraben, dort, wo die sogenannten Steppen von Moab waren. Und dort lagerten sich die 2 Millionen, die gerade 2 der gefährlichsten und gefürchtetsten Königreiche wie im Handumdrehen erobert hatten. Und als die Moabiter, die im Süden angrenzten, auf den Berghügeln standen und sahen, da kam es ihnen vor, als ob diese ganzen Zelte wie Heuschrecken aussahen. Die Heuschrecken, die kamen öfter mal, um die Ernten zu vernichten. Aber das waren keine kleinen Heuschrecken, das waren Heuschrecken, die viel fressen konnten. Das waren Menschen. Und der König der Moabiter, der die Midianiter aus der Wüste holte und sagte: Schau mal dort, die sind bei uns friedlich vorbeigezogen, wer weiß wie lange. Schau mal, was sie gemacht haben mit den Königen von Bashan. Was sollen wir tun? Kämpfen gegen die können wir auf keinen Fall. Man beschloss, ein anderes Mittel zu Rate zu ziehen. Mit Wahrsagerei und Magie könnte man vielleicht Israeliten besiegen. Man hörte, dass es einen alten Mann gab, der offensichtlich sogar Kontakt zu demselben Gott hatte wie diese Israeliten. Das war ein seltsamer Gott, von dem man noch nicht viel gehört hatte. Aber man fand heraus, dass es dort im fernen Aram im Osten einen Propheten gab, der denselben Gott kannte und zu dem Kontakt hatte. So ließ man ihn rufen aus Aram. Sein Name war Bileam, nicht vom Volk. Er war ein Prophet des wahren Gottes gewesen, hatte sich aber lange schon von ihm distanziert und sich dem allgemeinen Zeitgeist, den Religionen der Umgebung angeschlossen. Als er von dem Angebot hörte, ein 2-Millionen-Volk verfluchen zu dürfen und dafür viel Geld zu kassieren, war er interessiert. Vor allem wegen dem Geld. Und er wollte gehen, aber immer wieder sprach Gott zu ihm und verbot es ihm. Hin und her gerissen zwischen dem Wunsch, Geld zu verdienen und dem Wissen, dass das eigentlich nicht richtig war, entschied er sich, über lang oder kurz, dem Geld zu folgen. Und so reiste er gen Süden mit seiner treuen Eselin, bis die völlig verrückt spielte und nicht weitergehen wollte. Er schlug sie. Doch das Gleiche passierte 3-mal. Beim letzten Mal wurden ihm seine Beine eingequetscht. Er ärgerte sich über diese störrische Eselin, die überhaupt nicht an ihn denke. Und er schlug auf sie ein und verfluchte sie und schimpfte auf dieses störrische Tier, bis das Tier anfing zu sprechen. Was habe ich dir getan, dass du mich nun 3-mal geschlagen hast? Bileam, der in seinem Leben noch nie einen Esel hatte sprechen hören, machte sich keine großen Gedanken darüber, sondern fing an, mit dem Esel einen Dialog zu führen. Weil du Mutwillen mit mir getrieben hast, wenn du ich nur ein Schwert in meiner Hand hätte, ich hätte dich jetzt umgebracht. Und die Eselin guckte ihn mit treuen Augen an. Bin ich nicht deine Eselin, die du von jeher geritten hast bis zu diesem Tag? War ich nicht immer dieselbe? War es jemals meine Art, mich so gegen dich zu verhalten? Glaubst du nicht, dass es in deinem
besten Interesse ist, wenn ich jetzt gerade dir den Gehorsam verweige? Glaubst du nicht, dass es in deinem besten Interesse ist, wenn du dir gerade den Fuß wehgetan hast? Das tue ich nicht, um dir weh zu tun, das tue ich, um dich zu retten. Bileam musste zugeben, seine Esel hatte noch nie etwas Böses gegen ihn getan. Und als er das zugab, sah er einen Malak, einen der Malakim, vor dem Esel stehen mit gezücktem Schwert. Und ihm wurde deutlich, dass die Esel, auf die er eingeschlagen hatte, ihm gerade dreimal das Leben gerettet hatte. Er hielt die Erlaubnis, weiterzuziehen, aber nur unter der einen Bedingung, sprach der Malak. Nur, wenn du das sagst, was Gott dir aufträgt. Gesagt, getan. Er kam zum König und dort ließ er Opfer bringen, denn der Gott des Himmels, so viel wusste er immer noch, der ist durch Opfer zu besänftigen. Sie standen an der Spitze eines Berges und sahen zumindest einen Teil dieser hunderttausenden Zelte. Und dann sagte Bileam, lass mich jetzt alleine, ich muss meine Beschwörungsformeln jetzt aufsagen. Er stieg ganz oben auf die Ebene, auf die Höhe eines kahlen Berges. Und dort tat er seine Formeln. Und trotzdem kam der Heilige Geist auf ihn. Er fasste ihn und gab ihm einen klaren Gedanken, der so klar war, dass er alle seine Zauberformeln vergaß. Er kehrte zurück und sprach zu dem Volk, das dort unten lag und nichts wusste von seinen bösen Versuchen. Aus Aram hat mich Balak herbeigeführt, der König der Moabiter von den Bergen des Ostens. Komm, verfluche mir Jakob, komm und verwünsche Israel. Wie sollte ich den verfluchen, den Gott nicht verflucht? Wie sollte ich den verwünschen, den der Herr nicht verwünscht? Denn von den Felsengipfeln sehe ich ihn und von den Hügeln schaue ich ihn, siehe ein Volk, das abgesondert wohnt und nicht unter die Heiden gerechnet wird. Wer kann den Staub Jakobs zählen und die Zahl des vierten Teiles von Israel? Und als er sie sah, als er ihre Heiligkeit wahrnahm, da formulierte sich etwas in seinem Herzen, ein Wunsch. Meine Seele sterbe den Tod der Gerechten und mein Ende soll ihrem gleichen. Als er sie sah, wollte er sein wie sie. Der König, der Moabiter, war außer sich. Gutes Geld hat er bereits abzählen lassen. Und dieser falsche Prophet tut nicht, was er soll. Aber vielleicht lag es ja daran, dass er zu viele von den Israeliten gesehen hat. Vielleicht hat er Angst bekommen. Vielleicht hat er sich gedacht, wenn ich die jetzt verfluche, dann werden sie später mir Böses tun. Er brachte jetzt also den Bileam an einen Ort, wo man nur ganz wenige von den Israeliten sehen konnte. Nur einen kleinen Ausschnitt des Lagers. Das gleiche Spiel ging von vorne los. Wieder wurden die Opfer gebracht und wieder ging Bileam auf den hohen Gipfel, auf die kahle Höhe, um seine Formeln aufzusagen. Und wieder kam der Heilige Geist, vertrieb alle Formeln und gab ihm einen klaren Sinn in seinen Gedanken. Siehe, zu segnen habe ich empfangen, sprach er. Er hat gesegnet und ich kann es nicht abwenden. Und dann sagte er etwas, wo selbst die Malakim im Himmel mit den Augen rollten. Er, Gott, schaut kein Unrecht in Jakob, sprach der Bileam von demselben Volk, das gerade 40 Jahre durch die Wüste gewandert war, das alle 3 Tage nach Wasser oder Fleisch oder Gurken oder Melonen gejammert hat. Gott hatte vergeben und als er vergeben hatte, da sprach der Bileam unter Inspiration des Heiligen Geistes, dass Gott keine Sünde in diesem Volk sieht. Er sieht kein Unheil in Israel. Der Herr, sein Gott, ist mit ihm und man jubelt dem König zu in seiner Mitte. Gott hat sie aus Ägypten geführt. Seine Kraft ist wie die eines Büffels. So hilft denn keine Zauberei gegen Jakob und keine Wahrsagerei gegen Israel. All die bösen Engel, die bereit standen, auf die Beschwörungsformeln des Bileam irgendetwas zu tun, sie waren alle gefangen. Denn der Heilige Geist hatte alles unter Kontrolle. Niemand konnte dieses Volk antasten, weder durch rohe Gewalt wie Ock, noch durch hinterhältige Magie wie Bileam.
Zu seiner Zeit wird man von Jakob sagen und von Israel, was hat Gott Großes getan? Der König der Moabiter war außer sich. Ein drittes Mal wollte er es noch einmal versuchen, an einen ganz entfernten Ort, wo man fast keinen Israeliten mehr sehen konnte, gerade noch genügend Zelte, um zu wissen, dass sie da waren. Aber diesmal wusste Bileam, es bringt gar nichts mit den Beschwörungsformeln. Er ließ sich gleich vom Heiligen Geist inspirieren und er sprach poetisch, wie schön sind deine Zelte, Jakob, deine Wohnung in Israel, wie Täler sind sie ausgebreitet, wie Gärten am Strom, wie Aloe-Bäume, die der Herr gepflanzt hat, wie Zedern am Wasser. Und jetzt war der König der Moabiter außer sich und er verwies ihn der Höhe. Geh zurück nach Aram. Und glaube ja nicht, dass ich dir auch nur deine Reisekosten erstatten werde. Ich wollte, dass du sie verfluchst. Stattdessen hast du sie nicht nur nicht verflucht, du hast sie gesegnet. Aber statt zu gehen, drang der Heilige Geist nochmals in ihn. Und als ob er noch einen draufsetzen wollte, sprach der Bileam ungefragt und unbezahlt eine vierte Prophezeiung. Und die war gewaltig. Ich sehe ihn. Aber jetzt noch nicht. Zitternd sprach er, ich schaue ihn, aber noch nicht in der Nähe. Ein Stern tritt hervor aus Jakob. Und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Ein König kommt aus diesem Volk. Noch nicht jetzt. Nicht in deiner Lebenszeit, lieber König. Aber in ferner Zukunft. Er wird die Schläfen Moabs zerschmettern und alle Söhne Seths zertrümmern. Von Jakob wird ausgehen, der herrschen wird, und er wird umbringen, was von der Stadt übrig ist. Wahrscheinlich hat der König von Moab schon längst seine Ohren zugehalten. Er konnte das nicht hören. Aber Bileam zog zurück in sein Land. Er zog zurück nach Aram und er schrieb das auf. Es hatte ihn zu sehr bewegt. Und er schrieb in Manuskripte auf von diesem König in Jakob. Einem israelitischen Herrscher, dessen Zeichen ein Stern sein sollte. Und dort im Osten wurde das ein Manuskript, das oft gelesen worden ist. Aber während er schrieb, ärgerte es ihn doch, dass er so viel Geld hatte aufbringen müssen für die Reise und nichts bekommen hatte. Und er hatte das Geld gesehen, das der König da schon abgezählt hatte. Wie sollte er an das Geld kommen? Bileam, der gerade eine der größten Prophezeiungen der ganzen Weltengeschichte bekam und ausgesprochen hatte, sogar niedergeschrieben hatte, ihm kam der perfideste Plan, dem ein Mensch nur kommen konnte. Er zog noch einmal zurück. Er traf noch einmal den König der Moabiter. Er hatte den ganzen Weg auf sich genommen, aus einem Grund, um dem König zu zeigen, wie man vielleicht doch Israel zerstören konnte. Er lehrte den Balak, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Er sprach zu ihm, vergiss die Zauberei, vergiss die Magie, Gottes Geist ist stärker. Es gibt etwas viel Simpleres. Nimm dir die schönsten Moabiterinnen. Mach mit ihnen einen Kurs über Freundlichkeit. Und dann schick sie ins Lager. Und lass sie ganz höflich mit viel Lächeln und immer dann, wenn die Ehefrauen der Israeliten wegschauen, ganz besonders viel Lächeln, lass sie einladen zu einem gemeinsamen Fest. Und wie viele Israeliten folgten der Einladung. Und das Fest war kein Fest, wie es im Heiligtum gefeiert wurde. Es war ein Fest, wie die Heiden Chemosh anbeteten. Einige Israeliten waren verzweifelt darüber. Und sie versammelten sich dort an der Stiftshütte am Zelt und beteten für die Situation, dass immer mehr von den Männern dort mit moabitischen Frauen sich einließen. Und während sie so beteten und weinten, da kam tatsächlich ein Israelit mit einer moabitischen Prinzessin und ging an ihnen vorbei, sah sie beten, sah sie weinen und zeigte ihnen seine neueste Eroberung, diese Moabiterin. Und ging ins benachbarte Zelt. Und der Sohn von Eleazar, dem hohen Priester, Pinhas, war so erbost, dass er einen Speer nahm und die Sache für immer besiegelte.
Und Gott sprach: Phinehas, der Sohn Eleazars, des Sohnes Aarons, des Priesters, hat dadurch, dass er mit meinem Eifer unter ihn eiferte, meinen Grimm von den Kindern Israels abgewandt, sodass ich die Kinder Israels nicht vertilgt habe in meinem Eifer. Was alle Magie nicht vermochte, vermochte eine simple Strategie. Solange der Feind von außen, von den Höhen auf das Volk herabschaute, sah Gott kein Unheil. Aber beinahe wäre Israel gescheitert durch fremde Frauen und Götzendienst. Und Gott sprach, nachdem die Plage Einhalt geboten war durch das Handeln Phinehas: Siehe, ich gewähre ihm einen Bund des Friedens, und es soll ihm und seinem Samen nach ihm der Bund deines ewigen Priestertums zu fallen, dafür, dass er für seinen Gott geeifert hat und so Sühnung erwirkt hat für die Kinder Israels. Als die Plage vorbei war, wurde noch einmal eine Volkszählung durchgeführt. So wie damals am Berg Sinai, bevor sie aufgebrochen waren. Und es stellte sich heraus, dass die Zahl der Israeliten ungefähr gleich geblieben waren, aber es waren nur noch 3 Personen, die damals mitgezählt worden waren unter den 600.000, nämlich Josua, Kaleb und Mose. Alle anderen, die damals 20 oder älter gewesen waren in Kadesh-Barnea, waren alle umgebracht worden, alle gestorben, alle in der Wüste niedergestreckt. Die letzten von ihnen hier in Moab. Und Gott sprach zu Mose: Du weißt, Josua und Kaleb werden hineingehen, aber du nicht. Mach dich bereit, wir sind an der Grenze. Wir sind jetzt am Jordan. Du wirst jetzt sterben. Aber vorher gab es noch einen Auftrag. Die Midianiter, die mit den Moabitern zusammen diese perfide Taktik angewandt hatten, die sollten bestraft werden. Und so organisierte Mose einen militärischen Zug gegen die Midianiter. Eine Armee wurde aufgestellt. Und mit der Hilfe Gottes besiegten sie diese Midianiter. Und sie töteten viele Männer und Frauen. Und sie töteten auch Bileam, der noch zurückgeblieben war, um sich daran zu ergötzen und zu sehen, wie toll sein Plan aufgeht. Er hatte vergessen, nach Aram zurückzureisen. Er hatte vorher auf dem Berg ausgerufen: Meine Seele sterbe den Tod der Gerechten. Jetzt starb er den Tod der Gottlosen. Einige der Israeliten sahen das Land, das sie gerade erobert hatten, und dachten sich: Warum eigentlich jetzt noch nach Kanaan gehen? Das Land ist schon gut genug für unsere Herden. Viel schöner kann es über dem Jordan auch nicht sein. Das waren die Stämme Ruben und Gad und auch eine Großteil, ungefähr die Hälfte des Stammes Manasse. Sie wollten lieber hier in Bashan bleiben, östlich des Jordan. Und als sie das Mose sagten und sagten: Wir würden lieber hier bleiben und nicht ins Land Kanaan gehen, da fing er an zu zittern. So würde es wieder von vorne losgehen, wieder diese Rebellion, wie damals bei Kadesh-Barnea. Aber nein, sie versicherten, sie würden mitkämpfen, sie würden das Land miterobern, sie würden nur gerne dieses wirklich geeignete Weideland später nach der Eroberung zu ihrem Hauptsitz machen. Und so willigte Mose ein, und Ruben, Gad und ein Teil des Stammes Manasse bekamen das östliche Gebiet, östlich des Jordan. Und dann versammelte Mose das Volk, legte all seine Autorität auf Josua, seinen Diener. Und dann war es Zeit für abschließende Worte, Abschlussworte, für eine letzte große Rede an die Nation. Und er stand dort mit seinen 120 Jahren, mit weißen Haaren, mit großer, machtvoller Stimme. Er war kein gebrechlicher Greis. Und wenn man ihn von außen betrachtete, würde man glauben, er hätte gut und gerne noch 20, 30 Jahre leben können. Und er wiederholte all die Geschichten der letzten 40 Jahre. Er erzählte noch einmal aus seinem Buch das, was er aufgeschrieben hatte. Und vor allem wiederholte er die Ereignisse vom Sinai. Er wiederholte das Gesetz Gottes, die 10 Gebote. Und er sprach zu ihnen: Shema Israel, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein.
Und du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft, denn Gott liebt dich mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Er ist immer derselbe. Sei du auch immer derselbe zu ihm. Habe du die 10 Gebote nicht nur auf den Steintafeln, in einem Kasten, in einem Zelt. Nein, diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf deinem Herzen tragen. Ihr sollt so denken, wie Gott denkt. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Es ist keine Selbstverständlichkeit, ihr lieben Israeliten, dass die nächsten Generationen diesen Glauben bewahren werden. Du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Und er erzählte ihnen, dass er dasselbe gesagt hatte nach dem Auszug, nach dem Pessach aus Kemet. Als sie damals das Blut an die Türpfosten gestrichen hatten, da hat er ihnen gesagt, das soll euch ein Zeichen sein an Hand und an ein Erinnerungszeichen über den Augen an der Stirn. Das Blut des Lammes und die Worte des Gesetzes sprechen von ein und derselben Sache, von der Kraft Gottes zu retten, von der Liebe, die immer gleich ist, die danach sich sehnt, dass wir ihn zurücklieben. Du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses unter deine Tore schreiben. Damals sollte das Blut an die Türpfosten gestrichen werden. Jetzt sollten die Worte des Gesetzes an die Pfosten des Hauses. Und er sagte ihnen Segen und Fluch. Er zeigte ihnen, dass wenn sie gehorsam sein würden, sie Segen haben würden. Und dass wenn sie sich gegen Gottes Gesetz stellen würden, würden sie das erleben, was all die Generationen vorhin erlebt hätten, nämlich Fluch. Und wenn sie das Land Kanaan erobern würden, sollten sie dort auf den beiden Bergen, Gerizim und Ebal, dort, wo Abraham zum ersten Mal das Land Kanaan betreten hatte, dort sollten sie das Gesetz und Segen und Fluch in einer gewaltigen Zeremonie verkündigen. Und er sprach, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, auf ihn sollst du hören, wartet auf einen Lehrer, der euch alles sagen wird. Ganz so, wie du es von dem Herrn, deinem Gott, am Horeb erbeten hast, am Tag der Versammlung, in dem du sprachst, ich will von nun an die Stimme des Herrn, meines Gottes, nicht mehr hören und das große Feuer nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Damals wolltet ihr Gott nicht zu nahe kommen, aber wisst, Gott wird euch nahe kommen, er wird diesen Propheten senden und er wird seine Worte in den Mund des Propheten legen. Und dann in den Steppen Moabs am Jordan schloss er erneut einen Bund mit Israel. Er hatte am Horeb einen Bund geschlossen, aber die Israeliten hatten gesagt, ja, wir wollen es tun, aber hatten gezeigt, dass sie es gar nicht verstanden hatten. Dort am Horeb hatten sie geglaubt, Gott gibt einfach Regeln, die man einhalten muss. Und sie waren 40 Jahre durch die Wüste marschiert. Aber jetzt in Moab, da predigte Mose sein Herz hinaus und machte deutlich, dass es nicht um Regeln geht auf Steintafeln, sondern um eine Herzensveränderung. Und er sagt über diesen Bund, ich schließe diesen Bund und diese Eidverpflichtung nicht mit euch allein, sondern sowohl mit dem, der heute hier mit uns ist, als auch mit dem, der heute nicht hier bei uns ist. Die Israeliten werden zugehört haben und gesagt haben, das betrifft ja jeden auf dieser Welt. Dieser Bund von Moab war ein Bund der Gnade. Und wenn du bis an das Ende des Himmels verstoßen wärst, so wird dich doch der Herr, dein Gott, von dort sammeln und dich von dort holen. Mose hatte von Gott gezeigt bekommen, dass das Volk nicht immer treu sein würde. Und so gab er ihnen die Verheißung, egal was sie anstellen würden, egal wie weit sie es treiben würden, Gott würde ihnen immer gnädig sein wollen. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz seiner Nachkommen beschneiden. Und da erinnerten sich an die Geschichten aus dem Buch, das Mose geschrieben hatte, von der Beschneidung Abrahams. Gott wird dein Herz, er wird deine Gedanken beschneiden, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen, von ganzer Seele, damit du lebst. Denn nur wer Gott liebt, kann leben. Und Gott selbst will das Herz beschneiden. Und zum Schluss sagte er, denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht zu wunderbar. Israeliten, glaubt niemals irgendjemandem, der euch sagen wird, das Gebot ist zu schwer, niemand kann es halten. Es ist nicht zu wunderbar,
sondern das Wort ist sehr nahe bei dir, in deinem Mund und in deinem Herzen, sodass du es tun kannst. Gott verlangt niemals etwas Unmögliches von dir. Und dann sang Mose ein Lied, so wie damals am Roten Meer. Als am frühen Morgen die Sonne aufging und tote ägyptische Soldaten und tote Pferde und ein paar tote Geparden am Ufer angestrandet waren. Er sang erneut ein Lied. Dieses Lied war etwas Tragisches. Es hatte eine tragische Note. Es handelte davon, dass Israel vergessen würde, aber dass Gott ihnen gnädig sein würde. Und dann schrieb er all die Dinge in Bücher. Er hatte ja bereits das Buch Bereshit geschrieben, das die Geschichte bis Josef, die gesamte Weltengeschichte, in Auszügen skizzierte. Nun hat er ein zweites Buch geschrieben, das diese Geschichte weiterführte. Es hieß Elah Shemot. Dies sind die Namen. Seine Lebensgeschichte von seiner Geburt an bis zum Sinai, bis zur Aufrichtung des Heiligtums. Das war die Geschichte dieses Buches. Es war ihr Geschichtsbuch. Wir kennen es heute als 2. Mose. Er hatte auch ein Buch geschrieben, das hieß Vayikra. Und er rief. Das war weniger ein Buch von Geschichten. Es enthielt all die Opfervorschriften, eine genaue Beschreibung des Heiligtumsdienstes. Genau wurde dort beschrieben, wie die Opfer zu bringen sind, welche Opfer es gab, wann man was opferte. Dort wurde beschrieben, welche Feste es gab. Dort wurde beschrieben, wie der große Versöhnungstag stattfand, wo der Priester ins Allerheiligste ging. All das wurde dort erklärt. Es war ein Lehrbuch, um zu verstehen, wie Gott mit dem Problem der Rebellion umgeht. Und dann hat er das Buch geschrieben, Bemidbar, in der Wüste. Das war quasi der 2. Teil zum Buch 2. Mose. Da ging es dann weiter, vom Sinai bis zu dem Zeitpunkt, wo sie gerade standen. Und die Worte, die er jetzt an das Volk gerichtet hatte, schrieb er in ein extra Buch. Das 5. dieses Zykluses. Elah Hadabarim. Das sind die Worte. Es war also ein Geschichtsbuch, ein Lehrbuch, ein Geschichtsbuch und noch ein Lehrbuch. Selbst in der Anordnung der Bücher hatte der brillante Mose einen Sinn für Symmetrie. Und alle 5 Bücher zusammen, die ein Ganzes bilden, neben dem Gedicht Iob, das er ja extra verfasst hat, diese 5 Bücher zusammen nannte man Torah. Die Weisung, die Lehre, das Gesetz. Es sollte der Stein sein, der Eckstein, das Fundament dessen, was Israel glauben sollte. Es sollte das Fundament sein, das Wort Gottes, das immer gleich bleibt. Und dann segnete er das Volk. Und er sprach, der Herr kam von Sinai und er leuchtete ihn auf von Seir her. Leuchtend erschien er vom Bergland Paran und kam von heiligen Zehntausenden her. Aus seiner Rechten ging ein feuriges Gesetz für sie. Ja, er liebt das Volk. Alle seine Heiligen sind in deiner Hand und sie lagern zu deinen Füßen ein. Jeder empfängt von deinen Worten. Und er wurde König über Jeschurun, ein anderer Name für Israel, als sich die Häupter des Volkes versammelten, als die Stämme Israel sich vereinigten. Ein letztes Mal sagt er, lebe wohl. Und dann ging er alleine auf den Berg. Das Gebirge Abarim, auf den Berg Nebo. Es war ein beschwerlicher Weg, er war ja schon 120. Und als er oben auf der Spitze des Berges stand, da freute er sich auf die Aussicht, die Gott ihm verheißen hatte. Er hatte immer wieder mit Gott gerungen, seit dem Tag, als er aus eigener Kraft und innerer Frustration 2-mal auf den Felsen geschlagen hatte und Gott gesagt hatte, du wirst nicht das Land sehen. Er hatte immer wieder gefragt, Herr, lass mich doch auch in das Land gehen. Und vielleicht hat sogar der ein oder andere Engel im Himmel bei Gott Fürsprache eingehalten und hat gesagt, Gott, es ist wirklich so schlimm. Und Gott hatte immer wieder gesagt, nein, Mose, du kommst nicht hinein. Du wirst es sehen können. Von ferne, so stand er auf dem Berg Nebo. Und er war enttäuscht. Denn vom Berg Nebo aus sah er zwar den Jordangraben, und er sah auch Hügel auf der anderen Seite, aber die Hügel auf der anderen Seite waren höher als die Hügel, auf denen er stand. Er konnte über die Hügel gar nichts sehen. Vom Meer sah er gar nichts.
Aber dann sah es doch. Gottes Geist führte seine Augen über die Hügel und er sah das Land. Nach Norden, zum Libanon und nach Westen, zum großen Meer. Und er sah die fruchtbaren Ebenen. Er sah die Weinstöcke. Er sah dieses wunderschöne Land. Aber Gottes Geist führte ihn über das Land hinaus und zeigte ihm Szene für Szene die gesamte noch zukünftige Weltengeschichte. Was er dort sah, können wir nicht erzählen, denn wir haben ja noch ein paar Episoden vor uns. Aber er sah Jahrhundert für Jahrhundert, Zeitalter für Zeitalter die Geschichte seines Volkes. Und als er es sah, gab es für ihn keinen Grund mehr, in das Land hinein zu wollen. Er war zufrieden, er wusste, wie die Geschichte ausgeht. Und er legte sich nieder und er starb. Und Gott selbst kam vom Himmel herab, Michael. Und er grub ein Grab, denn da war niemand, der ein Grab für Mose hätte graben können. Und er legte ihn in die Erde. Und dann lächelte Michael. Und er lächelte allen Engeln zu, die das Lächeln zuerst nicht ganz verstanden. Was gab es für einen Grund zu lächeln? Mose, der 40 Jahre aufopfernd gedient hatte, alles getan hatte, was richtig war. Und ja, er hatte einen Fehler gemacht und Gott hatte ihn streng bestraft. Und ja, irgendwie wird das doch vielleicht auch was mit Liebe zu tun gehabt haben, aber ganz konnten das die Engel nicht sehen. Aber Michael lächelte. Und Michael kam noch einmal zum Grab. Und als er zum Grab flog, da ahnte der Satan etwas. Und was sich jetzt abspielte, hat kein Mensch beobachtet. Aber für die Engel im Himmel und für die Welten war es ein Schauspiel, das sie nicht für möglich hielten. Dort trafen sich Michael, der Sohn Gottes, der Schöpfer des Universums, und der Erzrebell Satan. Sie trafen sich auf dem Berg Nebo, im Berggebirge Abarim. Auf der anderen Seite lagerten 2 Millionen Israeliten und hatten keine Ahnung. Und dort kam es zu einer Auseinandersetzung. Michael dagegen, als er mit dem Teufel streitete und über den Leib Moses verhandelte, wagte kein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach: Der Herr strafe dich. Michael, der Sohn Gottes, kam, um Mose zurückzuholen. Und Satan stellte sich dazwischen und sagte: Das darfst du nicht, er hat gesündigt, er hat gegen Gott rebelliert. Mose hat auch geglaubt, dass Gott nicht immer der gleiche ist. Er hat es auch in seine eigene Hand genommen, er hat gedacht wie ich, er hat gedacht, er muss es selbst in seine Hand nehmen. Er gehört mir. Du darfst ihn nicht nehmen. Aber Michael lächelte ganz freundlich und sagte: Der Herr strafe dich. Geh weg. Und obwohl er nicht wollte, musste er vor der Handbewegung seines eigenen Schöpfers, dem gerade am Leben erhielt, zur Seite gehen. Und dann sprach der Lebensgeber: Mose, komm hervor. Und der Tod, der geherrscht hatte seit den Tagen Adams, er herrschte nur bis Mose. Mose kam aus dem Grab hervor. Und was er sah, war nicht mürrische, rebellische Israeliten. Er sah seinen Schöpfer. Und der nahm ihn mit in das verheißene Land. Nicht ein staubiger Abschnitt zwischen Ägypten und Aram mit ein paar Hügeln und Weinstöcken, ein bisschen Wasser. Er nahm ihn mit in das wahre, verheißene Land, auf das Abraham und Jitzrak und Jakob alle gewartet hatten. Sie alle hatten gewusst, das, was wir hier haben, das ist nur ein Beispiel. Und Mose kam zum Thron Gottes. Und da sah er das wahre Gesetz, von dem er nur eine Abschrift gehabt hatte.
dort sah den wahren Tempel und er musste fast schmunzeln, als er überlegte, wie klein sie das abgebildet hatten in der Wüste. Dort traf er den einzigen Menschen, der bisher im Himmel lebte. Dort traf er Henoch. Und er fragte ihn, hey, ich freue mich, endlich jemanden zu haben, der so ist wie ich. Nicht, ja? Kannst du mir sagen, wie war das, als du tot warst? Ich bin nie gestorben. Und Mose sagte, weißt du was, du wirst es nicht glauben. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich habe die Augen zugemacht und das Nächste, was ich weiß, ist, ich habe die Augen aufgemacht und da stand er da. Und für Milliarden von Malachim und ungefallenen Welten war das Problem des Todes jetzt schon gelöst. Aber von all dem hatten die Israeliten nichts mitbekommen. Und Gott sprach zu Joshua, sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Es gab eine Geschichte für die Welten und es gab aber eine ganz weltliche Geschichte für die Welt dort unten. Das Land Kanaan, das ein Beispiel sein sollte für das wahre, verheißene Land, das musste jetzt erobert werden. Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz, nach der ganzen Tora, nach allen 5 Büchern, die Mose geschrieben hat, handelst, dass dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst, überall, wo du hingehst. Josua sandte 2 Spione aus. Sie überquerten den Jordan, schwammen hinüber. Es war gerade die Zeit der Ernte, es war Frühling, wo der ganze Jordan überschwemmt war. Sie schwammen hinüber und kletterten dann in das Gebirge dort. Und am Fuß des Gebirges war diese Stadt Jericho, eine der ältesten Städte der Welt. Und als sie so durch die Straßen gingen und sich umhörten, bemerkten sie, dass es vielleicht sicherer wäre, irgendwo unterzukommen des Nachts. Aus welchem Grund auch immer, entschieden sich bei einer Hure unterzukommen, Rahab, mit dem bezeichnenden Namen weit oder offen. Und als sie verfolgt wurden und zumindest an einer Tür geklopft wurde, da versteckte die Rahab sie oben auf dem Dach, im Flachs. Und als die Gefahr vorbei war, da reden sie nochmal mit der Rahab und die Bekannte und sagte, wir haben solch eine Angst vor euch, ihr könnt euch das nicht vorstellen, als wir gehört haben, schon vor 40 Jahren, was mit der gesamten Armee Kemels passiert ist. Wir haben uns immer schon gewundert, warum ihr nicht eher gekommen seid. Was war eigentlich los? Und als wir jetzt gehört haben, wie ihr die Amoriter besiegt habt, wie ihr die Riesen besiegt habt, da ist uns das Herz ins Gewand gerutscht. Aber wisst ihr beiden, die Menschen sind hier so böse. Sie werden trotzdem gegen euch kämpfen aus lauter Verzweiflung. Aber ich weiß, dass Gott mit euch ist. Könnt ihr dafür sorgen, dass ich gerettet werde? Sie vereinbarten ein Zeichen, diese Hure zu retten, die ihr Leben gerettet hatte. Ein Seil sollte aus ihrem Haus, das an der Stadtmauer stand, ausgelegt werden. Einige Tage verbargen sich die Spione im Gebirge, bis niemand sie mehr finden konnte, und dann kehrten sie zurück. Berichteten alles dem Josua, der wusste, Gott ist mit uns. Die Frage war nur, wie bekommt man 2 Millionen Israeliten mit Kindern und Älteren und dem ganzen Gepäck über diesen reißenden Jordan? Für 2 der Reisenden war das gar kein Problem. Josua und Kaleb konnten sich gut erinnern, wie das war, durchs Rote Meer zu gehen. Und das Rote Meer war größer, länger und tiefer als der Jordan. Und sie waren sich sicher, Gott würde auch diesmal ein Wunder tun. Und Josua bekam die Anweisung, die Bundeslade, das Gesetz, wo die 10 Gebote drin waren, vorneweg gehen zu lassen. Und auf einen gebührenden Abstand von vielen 100 Metern sollte das Volk folgen. Und die Priester trugen die Bundeslade und sie kamen zum Wasser und hofften, dass das Wasser sich vor ihnen teilen würde, aber das tat es nicht. So gingen sie in das Wasser im Glauben und da teilte es sich.
Ich muss mich korrigieren. Es teilte sich nicht, sondern es stoppte. An einer Seite, in der Ferne, bei dem Ort Adam. Und so floss das Wasser ab und es wurde trocken. Und so gingen sie trockenen Fußes durch den Jordan. Und sie nahmen Steine und stellten sie zum Gedenken auf. Und als sie auf der anderen Seite angekommen waren, da sagte Josua: Wann immer ihr an diesen Ort kommt und eure Kinder euch fragen, warum stehen da so viele Steine herum, dann erzählt ihnen davon, wie der Jordan auf einer Seite gestoppt wurde und abfloss und wir auf trockenem Boden hindurchgegangen sind. Dort, es war der 10.01.2553, es war das 41. Jahr. Es war genau 40 Jahre her, dass sie damals das Lamm zu sich nach Hause genommen hatten. Und an diesem Tag wurde ganz Israel beschnitten. Alle, die unter 40 Jahre alt waren, waren nicht beschnitten worden. Die ganze Wüstenwanderung hatten sich die Eltern geweigert, die Kinder zu beschneiden. Und jetzt kamen viele Vorhäute zusammen. All diese 100.000 Vorhäute wurden auf Hügeln zusammengefasst. Man nannte den Ort den Hügel der Vorhäute. Und Gott sprach: Heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Deswegen nannte man diesen Übergang am Jordan Gilgal, Abwälzung. Und dann, ein paar Tage später, am 14. war Pessach. Und sie feierten das Andenken, dass vor 40 Jahren sie aus Ägypten herausgezogen worden sind durch Gott. Sie feierten die ungesäuerten Brote. Und am 16., am dritten Tag des Festes, aßen sie von den Erträgen des Landes, denn das Manna hatte aufgehört. Und als sie sich so bereiteten auf den Kampf gegen Jericho, ging Josua durchs Lager und eines Tages sah er jemanden und er starrte. Ein Kämpfer, ein Krieger, nicht in israelitischer Kleidung, jedenfalls sah es nicht so aus. Und er fragte ihn zögerlich: Bist du für uns oder für unsere Feinde? Die Antwort war: Nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn. Jetzt bin ich gekommen. Zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Josua kannte diese Worte. Sein Mentor Mose hatte sie oft genug ihm erzählt, wie er damals als 80-jähriger Hirte nach diesem brennenden Dornbusch Ausschau halten wollte. Und Josua fiel nieder. Michael, der Sohn Gottes, war gekommen, diesmal nicht in einem unscheinbaren Dornbusch, sondern als Krieger, um deutlich zu machen: Ich bin bei euch. Als es den Israeliten schlecht ging und sie unterdrückt wurden, da hat sich Gott als ein brennender Dornbusch dargestellt. Als die Israeliten sich in den Kampf zogen und uns für den Kampf bereiteten, hat Gott sich als ein Kämpfer dargestellt. Die Lektion war einfach und eindrücklich: Gott identifiziert sich mit seinem Volk. Und er, der Sohn Gottes, gab Anweisungen, was zu tun wäre. Die Bundeslade sollte um die Stadt Jericho getragen werden. Und das ganze Volk sollte drumherum gehen. Und nichts sollte unternommen werden. Kein Stein sollte geschmissen werden. Kein Pfeil sollte geschossen werden, sondern man sollte um die Stadtmauer herumgehen. Und als Josua diesen Plan vorschlug, da fragten bestimmt ein paar Israeliten: Aber was ist, wenn die Kanaaniter Pfeile von oben schießen, wenn wir einfach so drumherum gehen? Und Josua las sie noch einmal vor, wie Mose die Schlange am Schwanz anfassen musste. Glaube hat immer auch Risiko. Und so bereiteten sie sich und das ganze Volk marschierte um die Stadt Jericho herum und tat nichts. Das Einzige, was man hörte, war das Blasen der Schofarhörner. Und als das Volk zuerst anrückte, da waren die Kanaaniter, die Bewohner von Jericho, in heller Aufregung und sie griffen alle ihre Waffen und ihre Pfeile und ihre Speere und warteten auf den Angriff und wunderten sich, dass die Israeliten sogar keine Anstalten machten, irgendwie anzugreifen. Stattdessen immer nur die Bundeslade zeigten, das Gesetz Gottes.
Am nächsten Tag dasselbe Spiel und am dritten und vierten Tag, da riefen schon die Wächter von Jericho am frühen Morgen: Schaut, die Israeliten kommen wieder, es ist wieder Zeit für Spektakel. Und die Bewohner Jerichos hatten sich schon einen Spaß draus gemacht, die einzelnen Israeliten zu benennen. Schau mal, da ist der da. Hast du den letzte, gestern gelieft auch da. Ha, zu lustig. Also wenn die weiter so machen, die werden uns noch einnehmen, indem sie einfach 1 Million Mal herumgehen und dann ist der Boden weggetrampelt. Oder vielleicht wollen sie uns ermüden, bis wir einschlafen. Ha, seltsame Taktik. Also haben die so die Riesen besiegt? Das müssen ja wirklich schwache Riesen gewesen sein. Jeden Tag blies der Schofar. Und jeden Tag wurde das Gesetz Gottes präsentiert. Und jeden Tag rebellierten die Kanaaniter weiter gegen Gott. Und am 7. Tag dasselbe. Und als sie fertig waren, drehen sie noch eine Runde. Und noch eine Runde. Und noch eine. Und noch eine. Und die Kanaaniter, die mitgezählt hatten, stellten schnell fest, das waren jetzt schon 6 Runden. Sie ziehen noch eine. Eine 7. Runde. Und dann sahen die Kanaaniter, wie wieder die Schofarhörner an den Mund gesetzt wurden und sie wussten, ja, jetzt gibt es wieder dieses laute, gellende Geräusch, das tut so weh in den Ohren. Und tatsächlich, es kam und plötzlich brach unter ihnen die Mauer zusammen. Und die gesamte Stadtmauer fiel in sich zusammen. Die meisten starben schon durch die herabstürzenden Trümmerteile. Und 600.000 bewaffnete Israeliten stürmten die Stadt. Es blieb nicht viel übrig. Jeder Mann, jede Frau, jedes Kind, jedes Tier, alles wurde vernichtet. Sie hatten bis zum Schluss Menschenopfer gemacht. Bis zum Schluss hatten sie die Angewohnheit, dass jede Frau per Gesetz auch Prostituierte war. Bis zum Schluss hatten sie sich gegen das Gesetz Gottes aufgewiegelt. Und jetzt benutzte Gott die Israeliten, um sie zur Verantwortung zu ziehen. Und er hatte klaren Befehl gegeben, nichts zu rauben, nichts mitzunehmen, denn es sollte bei niemandem der Eindruck entstehen, dass sie einfach für ihre eigene Bereicherung diese Stadt vernichten. Es sollte klar und deutlich sein, dass es ein Strafgericht Gottes ist, das nicht zur eigenen Bereicherung dient. Und alle hörten, bis auf einer. Der sah so ein schönes babylonisches Gewand, schönstes Purpur, feinste Verarbeitung, wahrscheinlich aus Babylon selbst. Und ein bisschen Gold und Silber. Und es war so viel, dass er es in sein Gewand stecken konnte. Er musste da ein bisschen krumm gehen, aber niemandem fiel es auf. Sie verbrannten die Stadt mit Feuer. Und als sie fertig waren, da überlegten sie, wo soll es weitergehen? Die nächste Stadt auf der Route wäre Ai. Dort oben im Gebirge. Scheint eine kleine Stadt zu sein. Sie sandten ein paar Kundschafter aus, die sagten, so eine kleine Stadt habt ihr noch nicht gesehen. Da reichen 3000 Soldaten, lass das Volk hier. Es ist anstrengender, dort mit dem ganzen Volk hoch und wieder runter. 3000 Leute reichen. So zogen sie mit einer kleinen Armee nach Ai, siegessicher, kämpften und wurden vernichtend geschlagen. Das Volk verstand überhaupt gar nichts mehr. Was war denn jetzt los? Und Josua bat Gott um eine Erklärung und der sagte, ihr habt meinen Befehl übertreten. Wenn herauskommt vor den Kanaanitern, dass ihr euch selbst bereichert, wird niemand mehr verstehen, dass es ein Strafgericht Gottes ist. Jemand hat von dem Gebannten, von dem, was verboten ist zu nehmen, jemand hat davon genommen. Und die Frage wurde in das ganze Volk gestellt, wer ist das gewesen? Wer hat etwas genommen? Sagt's, damit ihr noch Bekehrung, damit ihr noch Vergebung bekommen könnt. Und niemand sagte auch nur ein Wort. Nur bei einem pumpte das Herz. Und er hoffte, dass das Loch tief genug gewesen ist, das er gegraben hat. Und dass auch das Auge Gottes nicht hineinschaut in dieses Loch. Und als der Ruf ertönte, wer ist es gewesen? Da gab es ein Ziehen an seinem Herzen. Das sagt, sag es doch, Gott wird dir gnädig sein. Er hat immer dem Volk vergeben. Immer, sag es doch. Nein, ich sag es nicht. Nein, ich sag es nicht. Das Los wurde gezogen. Der Stamm, die Sippe, die Familie, der Name Achan wurde gezogen. Und es war, als ob der Heilige Geist ihn direkt angesprochen hat. Jetzt war es zu spät.
Und er gab zu, es stimmt. Und man untersuchte die Sache und man fand in seinem Zelt genau das. Und ein Steinhaufen wölbte sich über ihm und seiner Familie. Wieder zog das Volk nach Ai, ein zweiter Versuch. Jetzt, wo die Sache bereinigt war, würde Gott ihnen helfen. Mit einem Hinterhalt eroberten sie die Stadt und verbrannten sie mit Feuer. Und dann hatten sie eine wichtige Mission. Obwohl andere Städte in der Nähe lagen, entschieden sich jetzt das zu tun, was Gott ihnen aufgetragen hatte, quer durch das Land zu ziehen nach Norden, nach Sichem, an den Ort, wo Abraham zum ersten Mal das Land betreten hatte. Sie waren jetzt umgeben von lauter kanadischen Stämmen, aber das war ihnen egal, sie wollten zuerst an diese Berge Ebal und Garizim. Und dort standen sie. Sie teilten das Lager in zwei Hälften, 6 Stämme auf dem Berg Ebal, 6 Stämme auf dem Berg Garizim. Und dort standen sie und riefen in Ruf und Antwort, in einer gewaltigen Zeremonie, die 10 Gebote und den Segen und den Fluch aus in die Landschaft. Und wer weiß, wie viele Kanaaniter das gehört haben mögen. Bevor das Land weitererobert werden sollte, sollte klar und deutlich werden, unter welcher Voraussetzung, auf welchem Recht basierend diese Eroberung stattfindet. Diese Eroberung war nicht einfach nur eine Eroberung von einem Volk, das kein Land mehr hat und das sich bereichern will. Es war das Strafgericht Gottes, der die 10 Gebote, sein Gesetz, in Ehren halten wollte. Als die Zeremonie zu Ende war, kehrten sie zurück zu ihrem eigentlichen Ausgangspunkt. Und sie wurden überrascht von einer Gruppe von Menschen, von einer Karawane, von einer Delegation, die aus einem fernen, sehr fernen Land kam. So schien es. Das Brot, das sie mitgebracht hatten, war so schimmlig, dass sie bestimmt Monate unterwegs gewesen sein mussten. Und ihre Kleider waren so zerrissen, dass man fast mehr Haut sehen konnte, als es gut war. Das Problem war nur, die Stadt lag gleich nebenan. Es war die Stadt Gibeon. Und die Gibeoniter hatten von dem gehört, was Ai und Jericho passiert war. Und sie hatten gedacht, wir werden keine Chance haben, es sei denn, wir betrügen die Israeliten. Und sie gaben vor, aus einem fernen Land zu kommen. Und sie schlugen einen Bund vor. Und Josua und die Führer des Volkes dachten sich, naja, wir sind ja gekommen, um die Kanaaniter zu besiegen. Die scheinen keine Kanaaniter zu sein. Niemand würde ja hier solche schimmlige Brot essen. Und dann lasst uns einen Bund machen. Ohne Gott gefragt zu haben, machten sie einen Bund mit denen, die sie eigentlich vernichten sollten. Kurze Zeit später hörte man, dass andere kanaanitische Könige sich versammelt hatten, um Gibeon anzugreifen, weil man Gibeon als verräterische Stadt betrachtet hatte. Gibeon gehörte zu den größten Königsstädten dort in Kanaan. Und wenn die einen Bund mit Israel machten, dann war das äußerst gefährlich. Und jetzt riefen die Gibeoniter um Hilfe und sagten, ihr habt uns einen Bund mit uns gemacht, helft uns. Und Josua und das Volk realisierten, dass es sich in Wirklichkeit um Kanaaniter handelten. Was sollten sie tun? Das Volk war wütend. Das Volk meinte, man sollte einfach diese Gibeoniter ausrotten. Aber Josua machte deutlich, das kann man nicht. Wir müssen zu unserem Wort stehen. Wir müssen jetzt für die Kanaaniter gegen die anderen Kanaaniter kämpfen. Wir müssen jetzt unser Leben für die Kanaaniter, die wir eigentlich hätten vernichten sollen, riskieren gegen die anderen Kanaaniter. Und so zog das Volk gegen die Allianz der anderen 5 kanaanitischen Könige. Und es kam zu einer gewaltigen Schlacht und Gott griff auf der Seite Israels ein. Es hagelte auf die feindliche Kanaaniter-Allianz. So sehr, dass sie eine gewaltige Niederlage erlitten. Und es sah so aus, als könnten sie auf einen Schlag jetzt sehr viele Kanaaniter besiegen. Das Problem war nur, es waren so viele Kanaaniter, dass die Zeit nicht ausreichte. Und es drohte Nacht zu werden, es drohte Abend zu werden. Und Josua sah, das ist eine goldene Gelegenheit. Die Kanaaniter sind alle in dieser Allianz, alle zusammen an einem Haufen. Wir könnten noch viel mehr besiegen. Wenn jetzt Abend wird, dann werden sie in der Nacht entfliehen und dann müssen wir sie erst wieder mühsam aufsuchen. Wir könnten einen Sieg für den Herrn erringen, wenn jetzt nicht der Tag schon zu Ende wäre. Und ihm kam ein Gedanke, der so kühn war, dass es den Malachim den Rücken hinunterging.
Ein Gedanke so kühn, kein Mensch war bis jemals auf diese Idee gekommen. Voller Glauben, fast sich selbst glauben, dass so etwas möglich wäre, sprach er: Sonne, stehe still in Gibeon und du Mond im Tal Ajalon. Und jetzt waren die Engel gespannt. Und Gott hörte. Gott griff in das Planetensystem ein, um einem Menschen eine Bitte zu erfüllen. Und es wurde nicht Abend. Und die Kanaaniter, die schon darauf gehofft hatten, dass sie jetzt sicher bald im Schutz der Dunkelheit fliehen könnten in den Wald, die guckten immer wieder auf die Sonne und guckten auf ihre Sonnenuhren und stellten fest, die Sonne bewegt sich nicht. Ein gewaltiger Sieg für Israel. Die 5 kanaanitischen Könige versteckten sich in Höhlen und wurden dort festgehalten. Man nahm große Steine und schob sie vor die Höhlen, bis der ganze Sieg errungen war. Und dann holte man die Könige raus und tötete sie. Und dort von Gilgal aus organisierte man einen großen Feldzug in den Süden. Und eine Stadt nach der anderen, Lachis und Hebron und Debir und andere Städte wurden erobert. Und dann kehrten sie zurück nach Gilgal, zu ihrem Basisort. Es war eigentlich weniger ein Eroberungsfeldzug, es war vielmehr ein Straffeldzug. Die Städte wurden erobert, also sie wurden besiegt und dann kehrte das ganze Volk zurück. Dasselbe sollte jetzt auch mit dem Norden geschehen. Aber im Norden gab es das größte aller kanaanitischen Königreiche. Es waren ja alle Stadtkönigreiche. Es war das Stadtkönigtum von Hazor mit dem König Jabin. Und er schloss eine gewaltige Allianz mit all den nordkanaanitischen Stadtstaaten, die dort am See Kinneret und im Norden angesiedelt waren. Sie versammelten sich am Wasser Merom, um dort sich auf die Schlacht mit den Israeliten vorzubereiten. Und auch dort gewann Israel durch die Hilfe Gottes. Und sie eroberten den gesamten Norden und sie verbrannten die Städte mit Feuer. Eine Stadt nach der anderen, Hügelland nach Hügelland, Burg nach Burg wurde erobert. Und als sie mit allem fertig waren, blieben trotzdem noch zahlreiche Landstriche unerobert. Ganz im Süden, die Plischtim, die Einwanderer, die von dem Mittelmeer gekommen waren, die Philister. Auch einige Kanaaniter im Süden hatten sich zurückziehen können. Im Norden, Zidon, die Phönizier, die Seefahrer oder auch das ganze Libanon war noch gar nicht von ihnen angetastet. Aber jetzt war schon so viel besiegt worden, so viel kanaanitisches Königtum erobert worden, dass man sich an die Verteilung des gelobten Landes machen konnte. Und dort am Heiligtum sollte jeder Stamm sein Los bekommen. Aber bevor jeder Stamm an der Reihe war, sollte der Held Kaleb seinen Anteil bekommen. Er hätte schon 40 Jahre vorher im Land sein können, aber er war 40 Jahre mit Josua zusammen. Demütig mit diesem rebellischen Volk mitgezogen. Und als jetzt an die Verteilung gedacht wurde, da hätte er sich wählen können, was er wollte. Vielleicht eine schöne, fruchtbare Ebene. Vielleicht ein Tal, wo es keine Kanaaniter gibt. Irgendwas, wo man einen schönen Alterssitz haben konnte. Aber als er so hörte und als er nochmal Revue passieren ließ, was sie alles gesehen hatten auf ihren Eroberungszügen, da sagte er, ich würde gern das südliche Bergland, da wo immer noch Riesen leben, das würde ich gern haben. Gib mir das Bergland, das am schwersten zu erobern ist. Und er bekam seinen Wunsch. Alle Stämme bekamen ihr Gebiet. Juda bekam einen großen Teil im Süden, Simeon nur ein kleines Teil ganz im Süden, inmitten, umgeben von Juda. Dan an der Küste, Benjamin im Zentrum des Landes, auch Ephraim auf dem Bergland, dann Manasse und dann im Norden Sebulon, Issachar, Naphtali und Aser. Und jeder hatte jetzt noch Aufgabe, weitere Städte zu erobern. Und es wurden Levitenstädte eingerichtet, denn die Leviten hatten kein Erbteil bekommen. Sie sollten, wie Jakob gesagt hatte, zerstreut sein. Aber so wie Mose gesagt hatte, sollten sie nicht zerstreute Verbrecher sein, sondern zerstreute Lehrer des Gesetzes, Lehrer der Tora. Sie sollten überall wohnen. Es wurden 6 Städte eingerichtet, die als Sicherheitsstädte für Totschläger dienen sollten. Und viele andere Dinge wurden organisiert. Und dann, es dauerte einige Jahre, bis all das vonstatten gegangen war.
berichtet die Bibel, so gab der Herr Israel das ganze Land, von dem er geschworen hatte, es ihren Vätern zu geben, und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Und der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsum, ganz so, wie er ihren Vätern geschworen hatte, und keiner ihrer Feinde konnte vor ihnen bestehen, sondern der Herr gab alle ihre Feinde in ihre Hand. Es fehlte nichts an all dem Guten, das der Herr dem Haus Israel verheißen hatte. Alles war eingetroffen. Man konnte sich auf das Wort Gottes verlassen. Und Josua und Kaleb werden oft gesagt haben, stellt euch vor, das hätten eure Eltern auch erleben können. Das hätte 40 Jahre zuvor geschehen können. Und als das ganze Land befriedet war, da machten sich die Kämpfer von Gad und von Ruben und von Manasse auf den Weg zurück in das Ostjordanland. Und auf dem Weg kam es fast zu einem Missverständnis, weil sie noch einen extra Altar gebaut hatten zum Gedenken. Aber auch dieses Missverständnis konnte ausgeräumt werden. Und dann, als Josua alt wurde, versammelte er alle Stämme dort wieder in Sichem. An jenem Ort, wo Abraham zuerst gewesen ist. An jenem Ort, wo sie die 10 Gebote und das Segen und Fluch demonstriert hatten. Dort versammelt er sie alle. Und dort gab er ihnen sein letztes Testament, so wie Mose es auch getan hatte vor seinem Tod. Und er schrieb alle Dinge in ein Buch, das nannte er nach sich seinem eigenen Namen, Josua. Dieses Buch hatte 2 Teile. Ein Teil beschrieb die Geschichte der Eroberung und ein Teil beschrieb alle Gesetze und Regeln und vor allem die Verteilung des Landes. Und dann starb Josua zu einem Zeitpunkt, der uns nicht überliefert ist. Einige Jahre wird er noch gelebt haben. Und solange er lebte und alle, die ihn gekannt hatten, war Frieden und Harmonie im verheißenen Land. Es ging jetzt daran, die fehlenden Teile zu erobern. Und die ersten, die Initiative auf Geheiß Gottes ergriffen, war der Stamm Juda. Und sie zogen nach Süden, um das ganze südliche Bergland für sich einzunehmen. Und Kaleb bekam Hilfe, sein Schwiegersohn Othniel, der die ganze Gegend eroberte. Aber die Ebene im Südwesten, die konnte nicht erobert werden, denn die Pelishtim, die Philister, hatten Streitwagen. Man konnte sie militärisch nicht angreifen. Überhaupt fiel es auf, dass die Israeliten etwas lax waren mit dem Umgang mit den Kanaanitern. Zum Beispiel die Benjamiter. Man hatte die Stadt Jebus bereits eingenommen, mit Feuer verbrannt. Die alte Stadt, die früher mal Salem hieß und wo der König Melchisedek regiert hatte. Und man wollte eigentlich jetzt die Jebusiter auch aus der Gegend vertreiben, aber man tat das nicht. Man dachte sich, vielleicht die Stadt ist eh verbrannt, was soll's. Und so wurde die Stadt wieder aufgebaut und die Jebusiter fingen an, dort weiter zu leben. Ephraim errang bedeutende Siege auf dem Bergland, aber Manasse und Naphtali, all die Stämme im Norden, die versäumten es, die Kanaaniter wirklich auszurotten. Vielleicht waren sie zu freundlich, hatten zu viel Mitleid. Sie erlaubten den Kanaanitern zu bleiben, solange sie die Herrschaft ausüben konnten. Und der Stamm Dan hatte echte Probleme, überhaupt sich durchzusetzen. Er wurde von den Philistern wieder zurückgeworfen. Er konnte die Küstengegend nicht erobern. Und eines Tages kam Michael, der Sohn Gottes, und besuchte sein Volk. Und er tadelte sie, weil sie die Kanaaniter hatten leben lassen, obwohl er ihnen das Gegenteil befohlen hatte. Es war nicht an den Israeliten, extra Gnadenzeit zu geben. Gott hatte über 400 Jahre Gnadenzeit gegeben. Und es würde ihnen zu einem Fallstrick werden, es würde sie selbst in die Bredouille bringen. Und die Israeliten, als sie hörten, was Gott ihnen sagte, da weinten sie und weinten und weinten. Man nannte den Ort Bochim, Weinender. Und sie weinten und weinten, aber sie hörten nicht auf ihn. Nicht nur ließen sie die Kanaaniter leben, sie schauten sie auch öfter an. Vor allem die Männer, die Frauen. Und die Engel vergruben ihre Angesichter in ihren Händen, dass es schon wieder losgehen würde.
sie würden sich schon wieder vermischen. Und als die letzten Ältesten starben, die noch Joshua gekannt hatten, plötzlich fand man die Ascherer und den Balu, den Baal, in den Zelten und den Häusern der Israeliten. Die kananitischen Götzen, die von den Ugaritern und den Amoritern und den Hethitern und den Kananitern seit Jahrhunderten angebetet wurden, die überlebten die Einnahme. Und manche Israeliten wird sich vielleicht gesagt haben, naja, Baal heißt eigentlich nichts anderes wörtlich übersetzt als Herr. Jahwe heißt ja auch, er ist unser Herr. Ganz ähnlich. Die Folge war, dass Gott Israel nicht segnen konnte. Und da kam ein König aus dem fernen Norden, aus Aram, aus dem Land, aus dem ganz, ganz früher ihre Verwandten gekommen waren, aus Aram nach Rajaim, aus dem Aram der zwei Flüsse. Vielleicht waren es diese Mitanni, die dort die Gegend erobert hatten. Der Name des Königs war Kushan Rishathaim. Er hieß Kushan, der doppelten Boshaftigkeit. Da sieht man ein Rollsiegel dieser Mitanni. Und für 8 Jahre eroberte er und unterdrückte er die Israeliten, vor allem im Norden. Aber aus dem Süden kam Othniel, der Familienangehörige Kalebs. Er wurde ein Richter, einer, der das Volk rettete. Othniel, sein Name bedeutete, meine Stärke ist Gott. Und er vertrieb diesen fremden König. Und als sie von Gott diesen Retter bekommen hatten und als der starb, da war es, als ob die Ascherer und der Baal wie ein Stehaufmännchen und Stehaufwerbchen wieder in den Zelten waren. Und diesmal kam ein anderer König von Moab, dem Land, das sie hatten umgehen müssen. Sein Name war Eglon und er war fett. So fett wie kein König vor ihm und nach ihm. Einem Kalb gleich bedeutet sein Name. Und er hatte vor allem das östliche Gebiet Israels unter Kontrolle, den gesamten Jordanübergang und auch die Überreste von Jericho, der Palmenstadt. Und 18 Jahre lang mussten die Israeliten ihm Tribut geben. Sie waren aus Ägypten frei gemacht worden, um ein freies Volk zu sein, doch die Sünde brachte sie über kurz oder lang wieder in die Abhängigkeit von fremden Mächten. Und Gott sandte einen anderen Retter, sein Name war Ehud. Und der sollte den Tribut zu Eglon bringen. Das tat er auch. Und er brachte den Tribut und er kehrte zurück mit seiner Gruppe. Und als er über den Jordan schritt bei Gilgal und als er auf die Steine sah, die dort zur Zeit von Josua aufgerichtet worden waren, da kam es ihm in den Sinn, Gott hat uns damals geholfen. Er hat den Weg frei gemacht. Gibt es nicht einen Weg, die Herrschaft dieses fettleibigen Königs abzuschütteln? Ehud war Linkshänder. Und er entschuldigte sich von seiner Gruppe und er kehrte noch einmal zurück, ganz alleine. Und er trat vor den König. Aber bevor er vor den König trat, wurde er natürlich wie jedes Mal auf Waffen geprüft. Man tastete ihn ab. Aber weil er schon gerade mal da gewesen war, waren die Wachen ein bisschen nachlässig. Sie beschränkten sich auf das Wichtigste. Und das Wichtigste war, dass man links von den Wachen auch gesehen, rechts, die linke Seite abtastet, denn dort hat man ja das Schwert. Sie wussten nicht, dass er Linkshänder ist. Und er trat zum König und sagte, ich habe eine ganz besondere geheime Botschaft, nur für dich privat. Und der fette König, der gerade seine Speise genoss, war vermutlich, sagte den Wachen, geht hinaus, ich will alleine mit ihm sprechen. Und so standen sie sich gegenüber. Und er kam ihm ganz nahe und sagte, ich habe ein geheimes Wort für dich. Und dann griff er mit seiner linken Hand in die rechte Seite, nahm ein kleines Messer und stach es ihm in den Bauch hinein, ganz fest.
und das Fett des Königs kam an sein Handgelenk und es zog förmlich das Messer in den Bauch hinein. Der Ehud hatte Mühe, seine Hand rauszuziehen. Und der König starb und man sah das Messer nicht mehr. So fett war er. Und Ehud floh. Er hat sich noch ganz höflich verabschiedet von der Wache. Und die Wachen haben gewartet und gewartet. Sie dachten, der König wäre auf der Toilette. Und vielleicht hat es ein bisschen länger gedauert, weil es der Toilettengang so lange dauerte, dass es auch für diesen König ungewöhnlich war. Da schauten sie nach und siehe da, er war tot. Mittlerweile war Ehud über den Jordan geflohen und hatte ein Schofarhorn geblasen und Israel versammelt. Und sie besiegten die Moabiter. Im Südwesten des Landes waren es die Philister, die schwer zu besiegen waren. Und dort gab es Schamgar, den Richter, sei gnädig. Und noch einmal erhoben sich dunkle Wolken, denn wieder fiel das Volk von Gott ab. Und wieder gab es einen Jabin, einen König in Hazor. Sein Name bedeutet intelligent. Und er war intelligent genug, einen brillanten General anzustellen, Sisera. Sein Name bedeutete Schlachtaufstellung. Und er nahm eine große Allianz von nordkananitischen Städten. Sie versammelten sich beim Bach Kison. Und die Stämme des Nordens waren verzweifelt. Was sollen wir tun gegen diese übermächtigen Kananiter? Zu der Zeit wurde die Administration Israels von einer Frau geregelt. Ihr Name war Deborah. Das bedeutet so viel wie Biene. Und der Feldherr Israels, Barak, der kam zu ihr und fragte sie, was sollen wir tun? Und sie sprach zu ihm, kämpfe. Aber er traute sich nicht. Und er sagte, ich gehe nur, wenn du mit mir gehst. Und sie sagte zu ihm, dann wird die Ehre des Sieges einer Frau zufallen und nicht dir. Am Bach Kison trafen die Heere aufeinander. Es war eine gewaltige, unvorstellbare Schlacht und Israel war siegreich. Aber Sisera, der Feldherr der Kananiter, konnte fliehen. Und er floh an einen einsamen Ort und traf ein einsames Zelt. Und in diesem einsamen Zelt war gerade eine einsame Frau mit Namen Jael. Und er fragte, ob er unterkommen könnte. Er wäre gerade auf der Flucht. Und sie erlaubte es ihm. Und er fragte nach ein bisschen Milch und sie gab es ihm. Und er fragt, ob er sich in das Zelt legen könnte, um schlafen zu dürfen. Und das durfte er. Und als er schlief, in seinen süßesten Träumen war, obwohl ich weiß nicht, ob man süß schläft, wenn man gerade eine Schlacht verloren hat, als er nichts ahnend da vor sich hinschnarchte, kam sie, nahm einen Zeltpflock aus dem Zelt und verlegte das Zelt neu und pflockte seinen Kopf an den Boden. Deborah und Barak waren die Richter jener Zeit. Und dieser Sieg gab 80 Jahre oder 40 Jahre Frieden. Und Deborah und Barak sangen ein Siegeslied. Wach auf, Deborah, wach auf und sing ein Lied. Mach dich auf, Barak, und führe deine Gefangenen ab, du Sohn Abinoams. Die Könige kamen und kämpften. Da kämpften die Könige der Kananiter bei Tanach am Wasser von Megiddo. Beute in Silber machten sie nicht. Der Bach Kison riss sie fort, der uralte Bach. Der Bach Kison, meine Seele tritt kräftig auf. Gesegnet sei Jael vor allen Frauen, die Frau Hebers des Keniters. Gesegnet sei sie vor allen Frauen im Zelt. So müssen alle deine Feinde umkommen, o Herr. Die aber ihn lieben, sollen sein wie die Sonne. Wenn sie aufgeht, in ihrer Macht. Liebe Freunde, die Episode heute soll eines sehr deutlich gemacht haben. Gott ist ein Gott der Siege. Gott kann Kananiter besiegen. Er kann Moabiter besiegen. Er kann den Tod besiegen. Und er kann unsere Herzen, die Sünden in unseren Herzen besiegen.
Und wenn wir die Geschichten angeschaut haben, haben wir gesehen, die einzigen Komplikationen, die es immer gibt, die entstehen durch Rebellion und dadurch, dass man ihm nicht vertraut. Die ihn aber lieben sollen sein wie die Sonne, wenn sie aufgeht in ihrer Macht. Lieber Freund, liebe Freundin, lieber Zuschauer, wünschst du dir nicht auch heute so zu sein wie ein Sonnenaufgang, dass dein Leben schöner und heller und wärmer wird? Wollen wir uns nicht heute vornehmen, die Siege Gottes in Anspruch zu nehmen? Wir haben am Wochenende gesehen, dass Gott frei macht und dass nur unser eigener Unwillen diese Unfreiheit bringt. Aber Gott kann uns selbst dann, wenn wir immer und immer wieder gefallen sind, so wie das Volk Israel, immer wieder Siege schenken. Wollen wir nicht heute den Sieg Gottes in unserem Leben in Anspruch nehmen? Lass uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen. Wir haben viele Geschichten heute betrachtet. Wir haben vor allem diese außergewöhnliche Geschichte gesehen, wie Mose den Tod durch deine lebensgebende Kraft besiegen konnte. Wir haben gesehen, wie Israel das gelobte Land erobert hat, wie Israel Riesen besiegt hat und wie durch die Worte, die Mose an das Volk Israel gerichtet hat, jene Worte, dass sie das Herz beschnitten haben müssen, dass sie das Gesetz Gottes im Herzen tragen müssen, dass durch diese Worte eine ganze Generation, ein ganzes Volk von mürrischen Rebellen zu siegreichen Eroberern wurden. Wir möchten dich bitten von ganzem Herzen, dass du diese siegreiche Kraft auch in unserem Leben ganz praktisch wirksam werden lässt. Und wir danken dir dafür von ganzem Herzen. Im Namen Jesu. Amen.